Ich bin mir nicht sicher, wie anders die Nacht verlaufen wäre, wenn Spencers Telefon nicht in dem Moment zu klingeln begonnen hätte. Ebenso weiß ich nicht, wie ich immer wieder vergessen kann, dass er scheinbar den einzigen privaten Netzbetreiber auf dem Planeten besitzt, mit dem man zuverlässig an der Tankstelle Empfang hat. Wir haben vergessen, ihm sein Handy abzunehmen? Die letzten paar Male, bei denen Spencer und ich uns über den Weg liefen, waren nicht sonderlich erfreulich für mich. Ich habe nie kämpfen gelernt oder wie man einen Schlag einsteckt, aber eine Sache, in der ich überraschend gut bin, ist, Zeugs aus Spencers Taschen zu klauen. Gerade dann, wenn er mal wieder von seiner Blutgier abgelenkt ist. Irgendwo in einer Kiste im Lager habe ich etwa ein Dutzend Handys, welche ich Spencer und Kiefer, seinem verstorbenen ehemaligen Arbeitgeber, gestohlen habe. Aber dieses Mal hatte ich wohl in der Eile, ihn an den Stuhl zu kleben, bevor er aufwachte, völlig vergessen, ihm sein Handy zu klauen. Habt ihr das gehört? Wir alle standen in einem komischen Halbkreis um ihn herum und natürlich gab es keine Möglichkeit, wie wir das Klingeln, welches aus der Vorratskammer drang, nicht hören konnten. O'Brien und Rosa standen zwischen nicht Donald und der Vorratskammer und Jerry und ich waren auf der anderen Seite. Wir hatten ihn umzingelt und wenn ich den anderen irgendwie telepathisch vermitteln könnte, dass wir ihn jetzt, solange er abgelenkt war, überwältigen mussten, hätten wir eine Chance, ihn gefangen zu nehmen, solange unsere Haut noch heil war. Ich höre nichts, platzte es Rosa zwischen dem Klingeln heraus. Sie war wahrscheinlich die schlechteste Lügnerin, die ich je gesehen hatte. Aber jetzt, da sie mit der Lüge angefangen hatte, beschlossen die anderen, sich ihr anzuschließen. Ja, ich auch nicht, sagte Jerry. Vermutlich nur der Wind. Donald, der Dämon, zeigte auf die Vorratskammer und blickte Jerry mit einer angehobenen Augenbraue an. Du hörst nicht das Klingeln, das direkt von hinter der Tür da kommt. Nein, sagte Jerry. Okay, was ist mit Ihnen? Sagte nicht Donald zum Deputy. Wollen Sie den beiden zustimmen? Aus irgendeinem Grund sah mich O'Brien an. Ich versuchte eine Handgeste zu machen, um mir zu sagen, er ist ein Dämon, wir müssen ihn im Kopf abschneiden. Aber ich denke, es hat sie einfach nur verwirrt. Sie und ich sollten vermutlich nie zusammen Charade spielen. Ja, ich höre nichts, sagte sie. Nichts? Warum benehmt ihr Leute euch gerade so seltsam? Rosa spottete und sagte, wir sind nicht seltsam. Du bist derjenige, der sich seltsam verhält. Okay, sagte er. Ein stiller Moment verging. Dann richtete Dämon Donald seine Taschenlampe direkt auf O'Briens Augen. Sie zuckte nur für eine Sekunde zusammen. Genug Zeit, damit Dämoner an ihr vorbei zur Tür der Vorratskammer huschen konnte. Warte, rief ich. Aber es war zu spät. Dämoner hatte die Tür geöffnet. Was zum Teufel ist hier los? Fragte er und zeigte mit der Taschenlampe auf Spencer. O'Brien hob ihre Hände und sagte, Ist okay, ich kann das erklären. Spencer fing an zu schreien. Oh mein Gott, bitte! Bitte helfen Sie mir, Sie müssen mich retten. Diese Leute sind alle verrückt. Sie haben mich zusammengeschlagen und meine Frau getötet. Holen Sie Hilfe. Rosa, schlechte Lügnerin. Spencer, verdammt guter Lügner. O'Brien brüllte, mach die Tür zu! Und machte einen Schritt nach vorne. Hey, schrie Dämonald, bleiben Sie, wo Sie sind. Bleibt weg von mir, ihr alle. Bitte binden Sie mich los. Sie ist nicht wirklich ein Polizist. Sie haben Menschen umgebracht, so viele Menschen. Spencer fing an zu weinen. Also mit realistisch echten Tränen. Ich konnte nicht anders und fing an langsam zu klatschen. Alle drehten ihre Taschenlampen zu mir, außer Jerry, der anfing mitzuklatschen. Du willst was sagen? Fragte der Gestaltwandler, der früher als Donald bekannt war. Ja. Wie wäre es, wenn wir das nicht in eine riesige Farce verwandeln? Wie wäre es, wenn wir alle ganz im Geiste von Weihnachten reinen Tisch machen? Du bist nicht wirklich die musikalische Ikone und der berühmte Fernseh- und Filmstar Donald Glover. Du bist in Wirklichkeit Sargot, der Gestaltwandler-Dämon. Hast du eine Ahnung, wie lächerlich du gerade klingst? Fragte hoffentlich Sargot. Ja, das tue ich. Ich hab's ja schließlich gerade gesagt. Diese Leute, schluchzte Spencer. Sie sind verrückt. Sie reden von Dämonen und Engeln und töten Menschen. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Bitte hauen sie ab. Holen sie Hilfe. Warte. Warum blieb Spencer in seiner Rolle? Ich habe ihm gerade gesagt, dass das Sargot ist. Warum macht er mit der Nummer weiter? Es sei denn, Sargot war nicht derjenige, der ihn bewusstlos geschlagen und ihn vor unserer Tür stehen gelassen hatte. Ich fühlte ein plötzliches Stechen vor Angst. Diese Situation geriet viel schneller außer Kontrolle, als ich damit mithalten konnte. O'Brien versuchte, den Schaden zu begrenzen. Beruhigt euch alle. Donald, mein Name ist Deputy Amelia O'Brien. Sie sind ein Deputy? Ja. Und Sie denken, ich bin ein Dämon? Nein, natürlich nicht. Aber der Typ tut es.
Er wedelte mit der Taschenlampe in meine Richtung und richtete sie dann auf Spencer. Und dieser Typ hier? Er ist ein gesuchter Verbrecher. Okay, also deshalb haben sie ihn verprügelt und ihn an einen Stuhl geklebt und ihn in einer dunklen Kammer versteckt. Ist das etwas, was Deputies tun? Nein, nicht ganz. Scheiß drauf. Ich bin raus hier. Bevor er noch etwas sagen konnte, drehte sich Donald um und rannte durch die Hintertür und ließ einen weiteren kalten Hauch von eiskaltem Schnee in den Laden hinein, bevor O'Brien hinter ihm herrannte. Das einzige Geräusch im Raum für die nächste Minute war das Lachen von Spencer. Nein, nicht lachen, gackern. Als er fertig war, sagte er mit einem scheiß selbstzufriedenen Grinsen: Das hat Spaß gemacht. Ich wollte den beiden ja wirklich hinterherlaufen. So dumm es auch klingen mag und wenn ich hätte laufen können, hätte ich es auch getan. Aber sie waren weg und O'Brien war erwachsen und konnte ihre eigenen Entscheidungen treffen. Alles, was ich tun konnte, war zu warten. Die Zeit schlich langsam vorbei und wir warteten auf ihre Rückkehr. Die aufdringlichen Bilder in meinem Kopf von einem Dämon, der meinen Freund häutete, halfen dabei nicht wirklich. Ebenso wenig wie Spencers Kommentare. Hey, Rosa, richtig? Sie sah auf. Halt die Klappe, sagte ich. Lass mich dir noch eine Frage stellen. Was genau hat Jack dir über mich erzählt, hä? Hat er versucht, dir diesen Scheiß aufzutischen, dass ich so eine Art Soziopath bin? Rosa antwortete: Das Wort, das er benutzt hat, war Psychopath. Spencer lachte wieder. Nein, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden verletzt. Ich bin wegen Jack hier. Ich mache mir Sorgen um ihn. Weißt du, was FFI mit deinem Gehirn anstellt? Er sollte nicht in der Nähe von anderen Leuten sein. Er muss in ein Krankenhaus, dort, wo er niemand anderem wehtun kann. Was meinst du mit niemand anderem? Ich ging zu Spencer hinüber und überlegte, ob ich ihn schlagen sollte, entschied mich aber aus zwei Gründen dagegen. Erstens wäre das peinlich wirkungslos gewesen und zweitens war es offensichtlich, dass er genau das wollte. Er versuchte, Rosa zu manipulieren und zu beweisen, dass ich hier der Bösewicht bin und nicht er. Ich weiß nicht mehr, warum ich es für eine gute Idee gehalten habe, ein Gespräch anzufangen. Hast du eine Ahnung, wie nervig es ist, mit dem Bein klarzukommen, nachdem was du damit angestellt hast? Ich wette, es ist nicht halb so schlimm wie das, was du den Leuten angetan hast, die du gekillt hast. Warum fragen wir nicht Kiefer? Oder was ist mit meinem alten Chef? Hey, ich habe deinen alten Chef nicht getötet. Eine Sekunde verging, bevor ein Lächeln auf seinem Gesicht erschien und ich erkannte, was ich gerade gesagt hatte. Was ist mit Kiefer? Fragte die sanfte, nervöse Stimme hinter mir. Oh, sagte ich zu Rosa. Den auch nicht. Ich habe niemanden getötet. Jetzt lass mich dir eine Frage stellen, Jack. Weißt du, weil du gerade am Wahrheiten erzählen bist, was ist denn eigentlich mit Carlos passiert? Ich saß die ganze Nacht hier im Dunkeln rum und ich kann diesen seltsamen Gedanken nicht loswerden. Bin ich der Einzige, der wissen will, warum Carlos nicht hier ist? Ich sah Jerry an und sagte, pack ihn in die Gefrierkammer. Wir rollten den Psychopathen in die Gefrierkammer, überprüften doppelt, ob das Klebeband noch fest war, schlossen dann die Tür und lehnten einen Stuhl gegen den Griff. Er konnte da drin so viel schreien, wie sein kleines schwarzes Herz Lust hatte und es würde uns nicht mehr stören. 10 weitere Minuten vergingen, bevor O'Brien in den Laden zurückkehrte. Er ist entkommen, sagte sie, als sie den Schnee von ihrer Jacke abklopfte. Jerry zerschmetterte eine Glasflasche an der Wand und richtete das gezackte Fragment auf sie und brüllte: Netter Versuch, Dämon! Sie starrte ihn an und sagte: Wenn du mit diesem Ding in meine Nähe kommst, solltest du besser bereit sein, es zu benutzen, denn entweder gehe ich unter oder du. Er hat recht, sagte ich. Was? Fragten Rosa und O'Brien zur gleichen Zeit. O'Brien war mit Sargot alleine draußen für wie lange? Wir haben keine Ahnung mehr, ob du wirklich du bist. Jack, ich glaube, du bist verwirrt. Rosa hob ihre Hand und sagte: Warum fragen wir sie nicht einfach etwas, das nur die echte O'Brien wissen würde? Gute Idee, sagte Jerry. Ist Jack beschnitten? Alter, woher zum Teufel soll ich das wissen? Antwortete sie. Jerry sah mich an, dann zurück zu ihr, dann zurück zu mir. Oh, wart ihr beiden nicht? Oh, es tut mir leid. Ich glaube, ich habe die ganze Situation total falsch eingeschätzt. Erinnere mich daran, dir später in den Arsch zu treten, sagte sie. Und nahm mir damit die Worte direkt aus dem Mund, bevor sie ihre Taschenlampe auf die nun leere Vorratskammer richtete. Wusste Spencer? Ich erklärte, dass er versucht hatte, Psychospiele mit uns zu spielen. Wir hatten also keine andere Wahl gehabt, als ihn in die Gefrierkammer zu packen. Es war Selbstverteidigung. Erstaunlicherweise stimmte sie zu. Es dauerte etwa eine Minute, bis sich die Situation beruhigt hatte, aber schließlich senkte Jerry sein Flaschenmesser und stimmte zu, dass es reichen würde, wenn wir uns gegenseitig im Auge behalten, bis die Sonne aufgeht und die Verstärkung eintrifft.
Ich zündete die letzten unserer Kerzen an und stellte sie überall im Laden auf. Dann holte ich O'Brien allein in eine Ecke. Jerry glotzte uns immer noch offensichtlich an. Daher flüsterte ich leise, Es gibt etwas, das du, glaube ich, sehen solltest. Was ist los? Flüsterte sie zurück. Ich kann es nicht genau sagen. Ich muss es dir zeigen. Okay, wo ist es? Ich brauche Spencers Handy. Lass mich raten. Er hat es noch. Ich nickte. Inmitten von Spencers Spielchen hatte ich wieder einmal vergessen, ihm sein Handy abzunehmen. Ich bin gleich wieder da, sagte sie. Ich folgte ihr so nah wie möglich, als sie zur Gefrierkammer ging und den Stuhl beiseite schob. Ich war definitiv kein Freund der Idee, diese Tür zu öffnen. Jedes Mal, wenn ich an Spencer denke, überkommt mich die Überzeugung, dass er bereits einen Fluchtweg gefunden hat und er nur wenige Sekunden davon entfernt ist, wie ein böser Spider-Man von der Decke auf mich herabzustürzen. Was macht sie da? Fragte Jerry mit einer atypischen Stimme, die ich besorgt nennen würde, wenn sie von jemand anderem käme. Wir haben nicht geantwortet. Stattdessen öffnete O'Brien die Tür, richtete ihre Taschenlampe auf den noch lächelnden Spencer und ging hinein. Ich wartete, bis sie ihre Taschenlampe in ein Regal gelegt hatte und ihre Hand in Spencers Tasche hatte, bevor ich aktiv wurde, die Tür zuschlug und den Stuhl wieder in Position brachte. Ich konnte ihren gedämpften Schrei und die dumpfen Schläge gegen die Metalltür hören. Es tut mir leid, flüsterte ich. Alter, was zum Teufel? Ich lehnte mit meinem Rücken gegen die Tür und sah die schockierten Gesichter von Jerry und Rosa. Hatte ich einen Fehler gemacht? Wenn das wirklich O'Brien ist, dann werden wir es in ein paar Stunden wissen, sobald Hilfe da ist. Wenn nicht, dann haben wir den Dämon genau dort, wo wir ihn haben wollen. Welcher Dämon? Schrie die immer noch so neugierige Rosa. Wann hast du angefangen, über Engel und Dämonen zu reden? Ich bin bereit, im Zweifel dir zu glauben. Aber jede Person hat ihre Grenzen. Alles, was ich weiß, ist, dass du dich die ganze Nacht seltsam benommen hast. Und dann hat deine Freundin, während ich schlief, mit einem Taser auf mich geschossen. Und dann kommst du mit diesem Kerl rein und du verhältst dich so krass wie ein riesen Fanboy, der sich schon erwartet habe, dass du anfängst, sein Badewasser zu trinken. Und dann aus dem Nichts sagst du, dass er ein Dämon ist? Nun, wenn man es so ausdrückt, klingt das sicher komisch. Wo ist die Waffe, hä? Ihr zwei geht nach draußen und dann verliert Jerry einfach die Waffe? Woher wissen wir, dass du sie nicht genommen hast? Ja, rief Jerry. Woher wissen wir, dass du sie nicht genommen hast? Ich gab ihm meinen kältesten Blick. Ich möchte, dass du O'Brien aus der Gefrierkammer lässt. Sofort. Bitte. Sie verschränkte ihre Arme und fing an, mit dem Fuß zu tappen. Das kann ich nicht machen. Warum nicht? Sie nannte mich Jack. Und? Ja, wiederholte Jerry. Na und? Sie nennt mich nie Jack. Sie nennt mich Krücke oder Spinnerjunge oder verpasst mir einen anderen leicht unsensiblen Kosenamen. Ich habe sie mich noch nie Jack nennen gehört. Sagte Jerry. Er macht einen überzeugenden Punkt. Rosa brüllte. Halt die Klappe! Es war zu spät. Spencer hatte Zweifel in Rosas Kopf gesät und es gab nichts, was ich hätte sagen können, was sie wieder auf meine Seite gebracht hätte. Zum Glück für mich musste ich nichts sagen, denn direkt im Anschluss öffnete sich die Ladentür und O'Brien kam herein. Er ist entkommen, sagte sie, als sie den Schnee von ihrer Jacke abklopfte. Jerry zerschmetterte eine weitere Glasflasche an der Wand und richtete das gezackte Fragment auf sie und brüllte. Netter Versuch, Dämon! Sie starrte ihn an und sagte. Wenn du mit diesem Ding in meine Nähe kommst, solltest du besser bereit sein, es zu benutzen, denn entweder gehe ich unter oder du. Fuck. Wie sind sie da rausgekommen? Stammelte Rosa. Raus aus was? Fragte sie. Oh, schau mal, sagte Jerry in den Raum. Das erste Mal, dass Rosa das Paranormale sieht. Mal sehen, wie sie reagiert. O'Brien hob ihre Hände und sagte. Wovon zum Teufel redest du da? Und warum lehnt an der Gefrierkammer ein Stuhl? Wo ist Duct Tape Boy? Rosa wurde ohnmächtig und so seltsam es auch klingen mag, es ist wahrscheinlich eine gute Sache, dass sie den nächsten Teil nicht mitbekommen hat.